Weiter geht's. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen, Duelland. Du warst hartnäckig und entschlossen. Also bist du am Ende übrig geblieben. Puh, ich. Soschelewski begrüße dich. Pegasus macht diesem Unsinn sofort ein Ende. Ich habe mich meiner Vergangenheit entledigt. Ich bin nicht mehr Pegasus. Ich bin Soschelewski. Was hat dich hierzu getrieben? Es ist noch nicht zu spät. Bring Rechef den Dunklen in sein Gefängnis zurück. Was? Warum sollte ich? Eine herrliche Welt, in der Rechef alle Macht besitzt. Was stört dich daran? Er steht unter dem Einfluss des Dunklen. Die vollständige Auferstehung von Rechef. Dem Dunklen. Welch besseres Opfer als der Geist eines besiegten Duellanten und die Kraft Yugis, der einzige, der mich hier besiegte. Ich besitze hier diese Macht. Kein anderer Duellant kann mich schlagen. Du wirst verlieren. Du wirst Rechef dem Dunklen geopfert. Er hat die Teil des Millenniumspasses in den Händen. Komm! Es ist alles vorbereitet. Wir duellieren uns und du verlierst. Du hast keine Wahl. Bitte befreit Pegasus Geist von Rechef. It's time to duell. Okay, mit der Hand kann man arbeiten. Ist aber verbesserungswürdig. Und, ich gehe nicht auf die Lebenspunkte meines Gegners ein. Nee, oder? Eine Karte verdeckt, du bist dran. Okay. Geist ein Attribut. Alias! Okay, Wandel des Herzens. Ach, verdammt, der kann sich diesen Runde nicht bewegen. Das ist schlecht, wenn ich jetzt die ganzen Fallenkarten opfern muss hier. Okay, wir greifen an. 20.000 Lebenspunkte! Ach du Kacke, nee. Da bin ich ja bis morgen früh noch dran. Verteidigung? Okay. Könnte die Meerjungfrau mit Bogen sein? Ah, ne, der hätte angegriffen. Was kann das für ein Verteidigungsmonster sein? Der Dunkle. Dunkle Hase, würde ich gerade sagen, kann es zum Beispiel sein. Ich muss die Lebenspunkte runterschrauben. Aufgegeben! Das ist ein Arsch, ey. Aufgegeben. Okay, das waren 300 Lebenspunkte. Ja, jetzt muss ich die aktivieren. Die Überläuferkarte muss ich mir für was Besseres aufheben. 14.000 noch. 12.050. Nein! Topf der Gier, die kommt wie gerufen. Als wenn das hier die Anime wäre, ey. Kommen die richtigen Karten nicht manchmal. Da das Wasser ist, kann das mein Donnermonster nämlich erledigen. 10.230. Boah! Verteidigung ist bei ihm angesagt. Okay. Gehirnkontrolle. Hinkt der Finsternis. Und Attacke. Ja! Ja! Führung! Jetzt stelle ich eine Falle auf. Das bleibt mir jetzt nicht übrig. Oh, er hat kein Monster. Okay. Okay, da kann ich jetzt die Falle deaktivieren hier. Unsterblicher. Rote Bogenschützin. Und der mechanische Jäger. Yes. Er hat eine verdeckte Karte. War Reißenattribut. Okay. Darauf war ich halb vorbereitet. Deswegen aktiviere ich Wiederbelebung. Schleim. Er hat nur 2, 3, 6, 5. Greift er an? Nein. Dann wirst du wohl das Duell gewesen sein, oder? Überläufer. Der Thunalligator. Ach komm, der vernichtet dich auch.
So, das war Runde Nummer 1. Slifer, Obelisk, geflügelte Rache von Ra, Attacke! Nein! Es kann nicht sein, unmöglich! Wie konnte ich mit Rechefs Macht verlieren? Rechef der Dunkle, ich befehle dir, kehre zur Sterntafel zurück. Geile Show. Was geschieht? Nein, was ist mit mir passiert? Es scheint, du bist aus deinem Albtraum erwacht. Was? Ich habe etwas getan, was beinahe uns allen Verderben bereitet hätte? Ich wurde gesteuert, dennoch. Ich sammelte die Geister besiegter Duellanten. Rechef braucht die negative Energie der Niederlage. Er wird sie für sein letztes Ritual benutzen. What? Die Burg ist in ihrer Schutzsphäre eingeschlossen. Es gibt keinen Kampf von Rechefs letztem Ritual. Das letzte Ritual? Der Menschen der Antike? Rechef vollzieht es mit der Energie der Niederlage? What the hell? Rechef nimmt wieder seine Form an. Es nutzt nichts. Wir sind erledigt. Alle Duelle von mir. Um hierher zu gelangen, die ganze negative Energie der besiegten Duellanten, all diese Kraft ist in Rechef vereinigt. Der Dunkle hat sich erhoben. Wir können ihn nicht besiegen. Das Ritual wird durch einen absoluten Duellsieg verzerrt. Der Dunkle ist unglaublich stark geworden. Er ist jedenfalls erstarkt. Aber... wovor hast du Angst? Mit meiner Karte kannst du den Sieg davontragen. Seto hat recht. Ich weiß nichts von einem letzten Ritual, aber von deinem Sieg bin ich überzeugt. Yugi, ich habe dir Furchtbares angetan. Was? Ist das ein Wunder? Es ist unglaublich. Wir haben nichts von Rechef zu fürchten. Mein Geist ist mit allen Duellanten verbunden, mit denen ich je gekämpft habe. Auch mit deinem. Schütze die Kameradschaft der Duellanten und nutze den wahren Geist der Duellanten. Das wird selbst den Dunklen schützen. Wir alle gemeinsam, wir werden Rechef vernichten. Schwarzer Rotaugendrache. Genau, schwarzer Magier. Komm her, Blauge. Blauiger weißer Drache. Geh! Ike! Die heiligen Seelen der Duellanten. Die reinen Schützengeister der Duellanten haben sich vereinigt. Vielleicht jetzt. Sperr Rechef auf ewig ein. Der Final. Duell. Und mit der Hand kann ich sofort arbeiten. Die verdeckt und das Monster Effekt. Du bist dran. Punkt, Punkt, Punkt. Eine verdeckte, zwei verdeckte, drei verdeckte. Habchen Staubwille, nein. Schreckliches Feuer, aua. Lichtschwerter. Och Gott, hör mal auf, ey. Verteidigung. Ich brauche eine Götterkarte. Schloss der Finsternis, eigenes Feld wirklich. Scheiße. Boah, Schloss der Finsternis, und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich brauche eine Götterkarte. Dringend. Okay, jetzt vergessen wir das mal mit der Götterkarte. Ich kann eh nicht angreifen. Ich brauche Ra. Ich brauche den mächtigen geflügelten Drachen von Ra. Also sonst verliere ich dieses Duell, ey. Haus hoch. Alter, dieses scheiß Schloss, ey. Nein! Das sind Punkte! Ja, ja, passt schon.
Effekt sofort aktivieren. Du bist dran. Eine verdeckte Karte nur. Okay. Eisenattribut und der Fisch wird angreifen. Ja, war so klar, ey. Das war klar, ey. Spielt nix. Wenn du nix spielst, dann greife ich an. Oh Gottes Willen. Habt ihr die Punkte gesehen? Mehr braucht man ja schon gar nicht sagen. Da liegt eine verdeckte, okay. Attacke. Boah, wir müssen langsam die Lebenspunkte dezimieren. Ganz, ganz langsam. Nein, Topf der Gier. Lichtschwerter. Er hat kein Monster gezogen. Okay. Ich habe Slifer gezogen. Okay. Ich habe Obelisk gezogen. Toll. Ganz toll. Megawandler, okay. Reißenattribut, weg damit. Gib mir Monster, also gib mir irgendwas. Gib mir irgendwas. Blitzangreifer. Och Gott, ey. Och, nicht schon. Das ist ja das zweite Lichtschwerter, oder? Gott. Wiederbelebungsschleim. Ja, sauber. Den Rest spiele ich jetzt im Verteidigungsmodus. Weil dann habe ich meine Opfer zusammen. Yes! Ich habe meine drei Opfer, die ich brauche. Ich habe noch eine bessere Idee. Nee, die hebe ich mir lieber auf. Die sollte ich mir doch lieber aufheben. Ich opfere meine drei Monster. Für Obelisk den Peiniger. Effekt! Hau drauf! Verteidigung, okay. Ich könnte Überläufer spielen und den mächtigen Kaioshin rufen. Das wäre eine Maßnahme. Ja, wenn das Monster stärker ist, weg damit. Ich will ihnen, dass sie den Feld-Power-Bonus nicht mehr bekommt. Obelisk-Attacke. Noch die Lichtschwerter. Eine Karte verdeckt, okay. Obelisk-Attacke. Hey, Alter. Kaioshin-Attacke. Weißen Attribut. Nein! Ah, Obelisk bleibt auf dem Feld. Gerf wieder Attacke. Eine Ver... Über... Nein, wie Obelisk. So, Obelisk, Attacke! Direkter Angriff seiner Lebenspunkte! Wie steht's überhaupt? Ich habe noch 4, 6, es ist noch... Alles in Ordnung. Mein armes, altes Herz hier. Okay, der Angriff geht durch. Das bedeutet, der Angriff wird auch durchgehen. Obelisk, Attacke. Megawandler. Ich muss auf meine Lebenspunkte achten. Dunkelheit, okay. Verteidigung ist angesagt. Obelisk, Attacke. Faust des Schicksals. Dunkle Elf, Attacke. Damit waren es noch 10.000. Egal. Es war eh nur ein Monster zum Opfern. Obelisk, Attacke. Dunkles Zebra, Attacke. Dunkler Elf, Attacke. Oh, ich hab's gleich geschafft. Forstangreifer. Egal. Die 100 Punkte nehme ich noch mit. Jetzt noch am besten noch Rad ziehen. Gehirnkontrolle. Obelisk, Attacke. Dunkler Elf, Attacke. Ich hätte es echt schon beenden können, ich voll Depp. Ich möchte am liebsten Ralor auf dem Feld haben. Topf der Gier. Okay.
Ich glaube, der hat auch Ra in seinem Deck. Das ist das Gefährliche. Hink der Finsternis aktivieren. Obelisk. Beende dieses Chaos. Gewonnen! Das Königin, König von Yamimakai bekommen. Ist es vorbei? Rechef näherte sich von der Finsternis. In den Seelen der Duellanten. Die Angst vor der Niederlage stärkte ihn. Doch unsere stolzen Geister als Duellanten siegten. Nicht so feierlich. Was passiert denn jetzt noch? Ich mache jetzt nicht noch ein Duell mit 60.000 Lebenspunkte. Vergesst es. Nein! Rechef, er bohrt sich mal in meine Seele. Er hat die Finsternis in meinem Herzen entdeckt. Warum fürchte ich die Niederlage? Rechef, der Dunkle. Ich gewährte dir Zugang zu meiner Seele. Ich ließ dich ihre Finsternis erkunden. Ich half dich freizusetzen. Aber ich werde nicht gegen dich verlieren. Jetzt! Versiegle mich, solange Rechef in mir gefangen ist. Für meine Taten gibt es keine Vergebung. Ich muss für meine Verbrechen büßen. Jetzt, schnell, bevor meine Seele von Rechef verzerrt wird. Es gibt keine Alternative. Zolle dem Geist des Duellanten Pegasus Tribut. Attacke, meine drei Götter! Danke. Ich bin froh, dass ich mein letztes Duell gegen dich führte. Es ist vorbei. Raus hier, diese Burg wird nicht länger standhalten. Es wird gefährlich, machen wir, dass wir hier rauskommen. Wir müssen hier raus. Ja, nicht zurückschauen gehen. Ja, ich schieße fällt das mal. Was? Du bist ein Gentleman. Wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, der mag ich mich da nicht. Die Burg, die Skelle haben wir nicht gesehen im Mokuba. Hey, alle hierher! Wenn wir Pegasus jemals wiedersehen. Meister Mokuba, Meister Seto. Ich will hier nicht nur herumstehen. Ich muss doch irgendetwas tun können. Ich weiß. Okay, Leute, alle bereit. Ja, aber. Zwei unserer Leute fehlen. Was hat es mit dem Kinderprogramm auf sich? Ihr Schwachköpfe. Die Kinder haben Angst. Die Neoguts hatten ihre seltenen Karten gestohlen. Kaiba-Man ist der Held. Er gibt den Kindern Hoffnung. Meister Mokuba und Seto werden sicher zurückkehren. Aber was, wenn die Kinder dann keine Duelle mögen? Wir können nicht zulassen, dass Meister Mokuba und Seto das erleben. Bis dahin müssen wir den Kindern Hoffnung geben. Ich spreche mit Meister Seto über deine Skelle. Ich werde was tun. Ja! Nur zu Kaiba-Man! Nicht aufgeben, Kaiba-Man! Die Gerechtigkeit wird siegen, der Sieg ist mein! Meister der Drachenritter, Galaxy Crush! Mein Valentine, sei mein, heirate mich, ich flehe dich an. Hör endlich auf damit, du bist so hartnäckig. Wenn du mich heiratest, höre ich auf. Ich bin ein Hollywood-Star. Ich habe meinen Stolz. Ich weiche nicht zurück, bis du nicht einwilligst. Okay, okay. Hör zu. Mein Herz gehört einem anderen. Jetzt weißt du, Smackdown. Gib's auf. Wer ist es? Das kann ich dir doch. Das kann dir doch gleichgültig sein. Du lügst, nicht wahr? Nur meinen Antrag abzulehnen. Siehst du? Dein Herz gehört eigentlich niemandem. Das stimmt nicht, es gibt wirklich jemanden. Ich wollte gerade sagen, warum werde ich deshalb so nervös? Und warum denke ich so ständig an ihn? Was er wohl macht? Hey, warte! Hör auf, ich geh raus! Spring bitte so lange für mich als Geber ein. Aber warte mal, bitte! Ich will erfahren, wie gut wir zusammenpassen. Oh nein, ich will mehr über meine Vergangenheit wissen. Ist es nicht aufregend? Oh ja.
Schau, schau, da ist er. Ich weiß. Okay, lassen wir uns von ihm unser Schicksal deuten. Ack! Was ist los, mein Lieber? Mein Rücken, oje, oje. Ist alles in Ordnung. Ältere Menschen sollten es nicht übertreiben. Ich habe mir von ihm sagen lassen, wie es um uns meine Gesundheit geht. Oh, was für eine Zeitverschwendung. Übrigens, was ist mit ihm geschehen? Wohin gehst du? Zu meinem Freund? Ack! Der Käfer ist mir entwischt! Aber die Käfer sind zurück. Ob er auch zurück ist? Ich gebe ihm meine Karte, damit ich ihn besuchen kann, ohne Verdacht zu erregen. Ja, das geht. Ich werde schauen, was meine Karte macht. Das ist eine Riesenentdeckung. Was haben die denn da jetzt entdeckt? Und wir sollten uns beeilen. Vielleicht macht uns unser Eifer berühmt. Wow, oh, wollt ihr mich verarschen? Wow, das ist eine super Entdeckung, nicht wahr? Ja, du hast recht. Ihr seid beachtlich. Vielleicht sind wir die Ersten. Das könnte durchaus möglich sein. Damit werden wir berühmt. Ihr wart stolz auf eure Tätigkeit und fandet das Fossil in diesem riesigen Berg. Kann ich wohl die nötige Karte aus dem Deck ziehen? Welche Karte sollte ich jetzt ziehen? Zu viel Nachdenken bringt nichts, oder? Wir sind hier unter Freunden. Unsere Entdeckung ist unser aller Verdienst. Er hat recht. Niemand schafft es allein. Freunde. Ja, vielleicht dreht sich ja alles darum. Danke. Hey, warte, warte doch. Ick, ick. Marco wurde bestohlen. Diese Äffchen, kleine Schlingel. Oh, naja, ich kann einfach mehr Fisch fangen. Das Meer geizt mit seinen Schätzen. Das Meer schreit nicht mehr. Diese Typen, sie haben es geschafft. Ich darf nicht zurückbleiben. Uah. Was für ein Fang. Riesig. Hey, ihr, jetzt bekommt ihr Ärger. Uik. Ich habe dir schon 3 Chancen gegeben. Aber was genug ist, ist genug. Jetzt mache ich dich fertig. Uik. Ach, ist Bonnie ein Boot oder was? Oder ein Floß? Ja. Ist Bonnie extra ein Floß für Marco Tsunami, damit er weiter die Suche gehen kann zu seinem Vater? Da frage ich mich auch mal, was aus dem geworden ist. Das wurde da die enthüllt. Hey, du kannst dich einfach drücken. Pick. Ja, Floß. Weiter so, nur keine Müdigkeit vorschützen. Pick. Wir setzen Segel. Uik. Uik. Wartet auf mich. Ich kehre jetzt nach Domino zurück. Uik. Uik, 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 uik. Ihr habt mich vergessen. Oder wartet auf mich. Ich kann nicht länger warten. Ich unterstütze Yugi Joey. Was nutzt sie denn das? Tristan hat recht, Thea. Thea, please, glaub an meinen Bruder und an das Team. Ich glaube ja an sie, aber ich kann einfach nicht einfach untätig da sitzen und warten. Thea, es wird alles gut. Weißt du es nicht? Spürst du es nicht? Das könnte man nur so wie Matt und ich verstehen. Duellieren wir uns? Okay. Oh Mist, schon wieder verloren. Ja, geschafft, schränk dich beim nächsten Mal mehr an. Ja, beim nächsten Mal werde ich nicht verlieren.
Die fröhlichen Gesichter der Kinder. Sie zeigen, dass in Domino wieder Frieden herrscht. Hallo, darf ich Ihre Karten sehen? Haben Sie neue Karten? Ja, ich habe tatsächlich ein paar neue seltene Karten. Prima, ich kaufe welche. Hey, das ist nicht fair, die gehört mir. Nicht kämpfen, ich habe zwei für jeden eine. Okay, klar, gut, gehen wir rein. Die Jungen sind bestimmt bald wieder da. Da bin ich mir sicher, meinst du nicht auch, Thea? Ja, sie haben recht. Ich werde noch etwas warten. Ja, ja, ja. Das wäre am besten. Sie machen uns aber ganz schöne Sorgen. Schaut mal da! Der Hubschrauber der Kuiper Corporation. Piep, 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 piep. Großer Bruder, hast du Angst? Nein, eigentlich nicht. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Aufgabe erfüllen. Ja, sie sind stärker als die Big Five. Sie verlieren gegen niemanden. Hahaha, genau, sie können gar nicht verlieren. Aber Cybermen können sie nicht besiegen. Naja, Cybermen ist unschlagbar. Aber er ist die Nummer 1. Er ist also stärker, der Unbesiegbare oder Nummer 1? Was ist das für ein Geräusch? Großer Bruder da vorne. Das ist der Hubschrauber der Kuiper Corporation. Gehen wir, großer Bruder. Okay, gehen wir. Von Dolan gibt es nur ein Meer. Eilt zurück. Oik, 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 oik. Ich will hier nach meiner Karte schauen, nach der, die ich verschenkt habe. Und wo sind sie? Oik. Machst du dir Sorgen wegen dieser Typen? Ich mache mir nur Sorgen um meine Karte. Ich bin mir sicher, es war hier irgendwo. Noch nicht hier. Meine prophetischen Kräfte sagen mir, es ist hier. Ich hoffe, sie kommen halt zurück. Boah, ist sie bei ungeduldig. Mann, warum dauert das bei Ihnen so lange? Mai und alle anderen. Ja, was macht ihr denn auch hier? Seid ihr stärker geworden? Na klar, mal ultra stark. Ultra Tristan. Piep, 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 piep. Und wer bist du? Ich habe die anderen auch vorher gesehen. Sagen wir mal, wir kennen uns von früher. Ja, da bin ich doch. Joey, großer Bruder. Hey, warte. Alle schauen uns an zu. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, großer Bruder. Ich kann nichts dran ändern. Habt ihr alle auf uns gewartet? Danke. Dank euch konnten wir Rechef besiegen. Den größten Verdienst daran hast aber du. Stimmt genau, Yogi. Er ist viel stärker geworden. Sogar fast so stark wie ich. Seto Kaiba. Mokuba. Ha, große Worte vom Abschaum. Warum du, Kaiba? Was willst du? Ha. Danke für das, was du für Mokuba getan hast. Aber du wurdest nur durch eins gerettet. Den Hubschrauber der Kuiper Corporation. Damit sind wir quitt. Seto, Yugi Ginduk. Ich möchte nicht reden. Was? Diese gewöhnlichen Duellanten hier. Ich möchte nichts mit ihnen zu tun haben. Du arroganter Schnösel. Geschickte Duellanten brauchen keine Worte. Sie sprechen durch ihre Karten. Unsere nächste Begegnung wird anders. Dann werde ich wieder auf dem Weg zum Sieg sein. Bis dahin kannst du ruhig deinen Ruhm auskosten. Na komm schon, Mokuba. Hehe, gerettet. Warte auf mich, großer Bruder. Dieser Typ, ganz schön eingebildet. Kerb hat aber recht. Wir haben zusammengearbeitet und wurden so stark. Mai, wie konntest du das nur sagen? Ich mache nur Spaß. Aber wir sind auch Duellanten, wie alle. Wenn ich gehe, dann falle ich an meinem Deck. Okay, Yugi, Joey, bis später. Er hat wirklich einiges mitgemacht. Ich glaube, wir sollten jetzt auch gehen. Lebt wohl. Bis später. Tschüss. Es ist vorbei. Du warst klasse. Was klasse. Ja, das hast du wirklich gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Danke für alles, was du getan hast. Rechef der Dunkle wird vermutlich nie wieder auferstehen.
Schkin, das verdanken wir nur dir. Ich möchte verhindern, dass es noch einmal geschieht und möchte daher die Götterkarten versiegeln. Gibst du mir deine Götterkarten? Nein! Willst du etwa der zweite Pegasus werden? Die Götterkarten dürfen nicht frei in der Welt bleiben. Gibst du sie mir bitte? Leider. Danke. Rechef wurde vernichtet, bevor er die Welt in Finsternis stürzen konnte. Das haben wir dir zu verdanken. Danke und lebe wohl. Wow, das war vielleicht ein Abenteuer, nicht wahr? Ja, selbst mein anderes Ich fürchtete sich. Aber du warst spitze. Na und ich? War ich etwa nicht gut? Ja, du warst bestimmt auch toll. Tristan, ja genau. Ich wusste, du würdest es verstehen, mein Freund. Darauf kannst du wetten. Du hast dein Bestes getan, um Yugi und ihm zu helfen, indem du ihnen nicht im Weg standest. Ja, ich wollte keine Belastung für sie sein. Warte, warum sollte ich ihn aus dem Weg gehen müssen? Hahaha, tut mir leid. Reg dich nicht auf, Joey. Hey, wir sind zurück im gewohnten Domino. Ja, willkommen daheim. Ich bin überrascht, dass ihr es zurückgeschafft habt. Willkommen daheim. Euch allen ein herzliches Willkommen daheim. Daheim, daheim, daheim. Oh ja, oh ja. Das habe ich nie gesehen in den Raum. Wo ist der? Und das war Rechef, der Zerstörer. Und das war das Projekt Yu-Gi-Oh! Rechef, der Zerstörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesen Projekt, eure Zeit zu investieren, sage ich jetzt einfach mal, um dieses Projekt zu sehen. Ich hoffe, trotz den Cheats, die ich benutzt habe, hat es euch gefallen. Mit einem unterlegenen Deck habe ich eigentlich hier den besiegt. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Projekt von Yu-Gi-Oh! Wieder. Auch ein weiteres Yu-Gi-Oh! Projekt wie dieses Projekt hier setzen. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei allen Zuschauern und Abonnenten und Abonnenten, die fleißig dieses Let's Play verfolgt haben. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin meine treuesten Abonnenten oder jetzt durch dieses Let's Play geworden seid. Ich verabschiede mich und sage einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play!